Ja, hallo zusammen. Auch wenn dieser Bahnabschnitt immer noch gesperrt ist, wahrscheinlich so bis Dezember 23, ist das für uns kein Hindernisgrund, den Eifelbahnsteig von Urft heute nach Nettersheim zu gehen. Etwa 22 Kilometer, ihr zieht euch warm an und kommt mit. Zwar sehr schöne Pfade, aber ganz schön seifig. Hier muss man mit voller Körperbeherrschung gehen, sonst liegt man auf der Nase. Ja, uns erwarten heute wahrscheinlich einige Matschpartien. Aber wenn die Wettervorhersage nicht täuscht, auch ein bisschen Schnee. Gucken wir mal. Ja, hier sieht man die ganzen Schäden vom Hochwasser im Juli 21. Es gibt noch viel zu tun. Ja, hier stoßen wir auch immer mal wieder auf so Abschnitte des Römerkanals, der Köln ja von 1. Jahrhundert bis zum 3. Jahrhundert mit frischem Wasser versorgte. Und parallel dazu gibt es ja heute den Römerkanal-Wanderweg. Und im Verlauf der heutigen Wanderung kommen wir auch noch zum Ursprung des Römerkanals. Und da ist er auch schon, der grüne Pütz. Ja, hier nahm das alles mal seinen Anfang und führte dann fast über 100 Kilometer nach Köln. Nachdem ich meinen verlorenen Handschuh wiedergefunden habe, habe ich hier in dieser Lost Place Hütte auch meinen verlorenen Wanderpartner wiedergefunden. Findet sich doch alles wieder. Doch mal ein bisschen steil hoch. Ja, Aufstieg zum Königsberg. Kletterpassage. Jetzt geht es hier wieder hoch Richtung Kloster Steinfeld, aber da waren wir ja bei der letzten Etappe schon. Deswegen lassen wir das jetzt mal links liegen. Thank you.
trockenen Fußes kommt man hier nicht so ganz durch, aber interessant. Der Weg ist sozusagen im Fluss. Die Fuchshöhle. Nicht besonders groß und auch nicht natürlich, denn hier hat man im 18. Jahrhundert eine Versuchsgrabung unternommen und nach Silbererz gesucht. Aber es war wahrscheinlich nicht so erfolgreich, denn sonst wären die Gänge hier größer und länger. Man kann hier noch weiter krabbeln, wenn man Zwerg wäre. Aber wie man sieht, der Wandersockenherr ist kein echter Zwerg. Ja, mittlerweile sind wir in Marmagen angekommen und freuen uns auch schon wie Bolle auf das Kaffee Mills. Ja, wie man hier sieht, hat Marmagen eine ganz lange Geschichte und geht schon auf Römerzeit zurück, denn hier gab es früher ein sogenanntes Straßendorf namens Marco Magus. Geht's hoch zum Matronentempel. Ein römischer Tempel. Bei so einem Wetter hier, da haben sich die Römer wahrscheinlich auch gedacht, was machen wir eigentlich hier? Was soll der Quatsch? Wie man sieht, gibt es immer noch kultische Handlungen hier im Matronentempel. Übrigens sollen die Kelten vor den Römern hier auch schon eine Kultstätte gehabt haben. Jetzt haben wir doch noch ein kleines Abenteuer
Jo. Die Brücke ist etwas beschädigt, aber scheint irgendwie zu begehen zu sein. Entlang der Urft nähern wir uns Nettersheim. Das heißt, da geht schon wieder eine Eifel-Bahnsteig-Etappe zu Ende. Das war die Etappe 6 und da stellt sich die Frage, wie viel Socken hat die Tour denn verdient? Ja, waren auf der tolle Wege. Ja, das kann man sagen. Sehr naturbelassen. Viele römische Spuren heute gesehen. Das Gillesbachtal, das war ganz romantisch. Auch toll, die ganzen lebhaften Bäche so zu sehen. Und die kleine Höhle. Ja, die Fuchshöhle, genau. Marmagen war auch nicht uninteressant, vor allen Dingen das Café Milz war toll. Ja, kann man vielleicht 8,5 Socken sagen, oder? Mhm, glaube auch. Das kann man sagen. Okay, dann haben wir es.